Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Monster Hunter World Video. Und ja, heute fahren wir in der Kampagne fort. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so genau, was wir das letzte Mal in der Kampagne gemacht haben, aber wenn ich mich da recht entsinne, war es die Jagd auf den Großjagras, beziehungsweise davor die Jagd auf die Kestodons. Und ja, wir haben am Ende, soweit ich mich noch entsinne, einen Hinweis auf den Sora Magdaros gefunden und natürlich direkt auch ein neues Monster gesehen. Ah, Puki Puki heißt das Teil. Aha. Und ja, genau. Anscheinend müssen wir das, soweit ich das jetzt hier richtig lese, erjagen. Sobald das Lager aufgeschlagen ist, kannst du mit der Jagd auf den Puki Puki beginnen. Ja gut, ich hatte tatsächlich ich frage recht. Mich, wo die Ressourcenzentrale ist. Ach, die Ressourcenzentrale, ich glaube, die ist irgendwo hier. Ah ja, gut. Wird eh gekennzeichnet. Oh, du bist so nett zu mir. Ich habe ja schon teilweise ein bisschen mehr Ahnung, weil ich das Spiel ein bisschen mehr gespielt und auch mich auch ein bisschen mehr informiert habe. Ja, hier könnt ihr halt lesen. Ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Also bei der Ressourcenzentrale kann man Beutezüge, Untersuchungen und Lieferungen annehmen. Hier gibt es bestimmte bei den Beutezügen, genauso wie bei den zwei anderen Auswahlmöglichkeiten, gibt es hier maximum drei Auswahlmöglichkeiten. Und zwar einmal registriert, kritisch und befristet. Bei kritisch, also das müsste ich jetzt in dem Fall, müsstet ihr jetzt hier in dem Fall lesen, weil so genau wissen tue ich das nun auch nicht. Ich lese es jetzt eh auch mir mal durch. Okay, ja, also kritische Beutezüge schalten zum Beispiel Lager oder sowas frei. Bei registrierten Beutezügen, ja geil, maximum 6 gleichzeitig annehmbar. Okay. Ja, und befristete Beutezüge sind halt Sammelquests, nenne ich jetzt mal, die für bestimmte Zeit verfügbar sind. Nur für bestimmte Zeit für alle Spieler verfügbar sind. In dem Fall hier. Und wenn wir das schaffen, dadurch, dass es kritisch ist, darf man danach ein Lager errichten. Sichere den Lagerplatz. Ja gut, dann ist das dann automatisch dann gesichert. So, okay, starten wir diese noch ein Expedition. Kleiner Tipp. Hier habe ich gelernt, regelmäßig mal ins Monsterlexikon reinzuschauen. Denn hier werden die Monster angezeigt, denen man begegnet, und eine Forschungsstufe. Die Forschungsstufen legen fest, wie viele Informationen man über die Monster bekommt. Da ich auf meinem zweiten Account schon relativ weit bin, ich bin jetzt zwar auch ein bisschen höher geworden im Rang, im Jägerrang, deswegen habe ich da schon ein bisschen mehr Monster auf dem höchsten Rang. Soweit ich weiß, habe ich aktuell den höchsten Forschungsrang bei mir bei den Monstern ist 3. Und da hat man hier zum Beispiel nach Ökologie noch die Psyche, die Psychologie. Und halt auch noch, welche Belohnungen man von dem Monster erhält. Zum Beispiel auch, welche Teile man bekommt, wenn man zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel beim Großjagras den Bauch bricht oder sowas. Und halt auch, welche Elemente da extrem vorteilhaft sind. Da ich aktuell eh nur, glaube, eine Sorte von Klingen herstellen kann, ist das egal. Ich gucke mal kurz in die Schmiede rein, aber das schneide ich raus. Also wir sehen uns dann, wenn wir wieder auf der Jagd sind. Also, bis gleich. So, Leute, das ist relativ wichtig, deswegen sage ich das jetzt auch nochmal. Wenn ihr die Weltkarte oder Gebietskarte aufruft... Ah, nein. Okay, ist was anderes. Also, die Weltkarte, da gibt's mehrere Gebiete, die man nach und nach, je nachdem wie weit man in der Story vorankommt, freischaltet. Ich habe jetzt aktuell 5 auf meinem einen Account. Ich glaube, es gibt nur maximal 5,
wenn man Astera und den und eine zweite Basis, die ich jetzt einfach noch nicht ernennt, die ich noch nicht genau benennt, betiteln werde, wenn man die beiden rauslässt, dann kommt man auf 5 erkundbare Jagdgebiete, nenne ich es mal. Und der uralte Wald ist halt jetzt bisher das einzige. Und man sieht jetzt halt zum Beispiel auch bei den Expeditionen, welche Monster gerade im Gebiet sind. Und da ich das eine Monster noch nicht identifiziert habe, was ich definitiv aber weiß, es könnte ein Puki Puki sein. Das ist auch relativ wahrscheinlich. Und es lebten halt aktuell noch ein Anjanath und ein Großchakras im Gebiet. Und je nach Wetterbedingungen oder generell nach Bedingungen da, kommt es mal vor, dass bestimmte Monster das Gebiet verlassen und halt auch noch teilweise für einen bestimmten Zeitraum in diesem Gebiet zu finden sind. Und das sieht man eigentlich hier, sobald, wenn man auf die Karte geht, also hier neben mit den Monstern. Und so, wir gehen jetzt erstmal zum südwestlichen Lager, um den Puki Puki zu suchen. Und halle, hopp. So, das nenne ich mal nett abgelassen. So, ja, Expedition, das ist ganz einfach, das kann ich euch auch so sagen. Also, wenn ihr auf eine Expedition gebt, habt ihr kein festgelegtes Zeitlimit und ihr könnt eigentlich im Prinzip so oft ohnmächtig werden, wie ihr wollt. Bei Quests ist das ja festgelegt, wann eine Quest scheitert. Bei den meisten ist es 3-mal ohnmächtig werden oder die Zeit halt abgelaufen. Aber diese beiden Kriterien existieren bei einer Expedition nicht, also unendliche Zeit und ihr könnt so oft ohnmächtig werden, wie ihr wollt. Und es gibt halt keine Abschluss. Warte mal. Nee. Da habe ich mir jetzt vertan. Ja. Sie besitzen weder Abschlussbedingungen noch gibt es für sie Belohnungen. Aber du behältst die auf ihnen gesammelten Materialien und Punkte. Das habe ich jetzt in dem Fall aus dem Text gelesen, aber ich hätte es auch selber nicht besser formulieren können. Und das habe ich ja eben auch erwähnt. Monster verlassen das Feld nach einer gewissen Zeit. Weil es immer mal vorkommt, dass bestimmte Monster bei bestimmten bestimmten Wetterbedingungen in dem Gebiet vorkommen oder auch mal nicht. Und sehr fies ist es, wenn man ein Monster, das relativ schwer zu erlegen ist, Beispiel wäre jetzt Anjanath, wenn man das so lange schon gejagt hat, bis es zum Beispiel kritisch verwundet und fast tot ist, also sprich, wenn der Totenkopf bei dem Monster-Symbol aufleuchtet und das Monster dann das Gebiet verlässt. Denn dann waren eure kompletten Jagdbemühungen komplett für den Arsch im Grundprinzip und ihr habt im Prinzip nichts außer Ressourcen verbraucht, sofern ihr gestorben seid und davor eine Ration oder ein gebratenes Steak, wie ich zum Beispiel mache, verwendet habt. Und es gibt 3 Arten, wie man von einer Expedition zurückkommt. Erstens, man kann mit der Wildexpertin im Lager reden. Zweitens, man kann in dem Menü, das ihr da auf dem Bild seht, in den Menüabschnitt Quest gehen und dann auf das dritte von Expedition zurückkehren. Dann kommt ihr automatisch zurück. Aber ihr könnt natürlich, so das habe ich gelernt, wenn man danach in ein anderes Gebiet geht, dann wird die Expedition nicht beendet, aber nur in dem vorgegebenen Gebiet, in dem ihr wart, werden schon mal die Materialien für euch eingesammelt, damit euer Einsammelkorb wieder frei wird für die nächste, fürs nächste Gebiet. Ja. Mehr gibt's jetzt nicht zu sagen. Ich habe eingebratenes Steak. Falls ich das Lager zuerst erreiche oder du die Orientierung verlierst, öffne die Karte oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Ach, das ist egal. Ich denke mal, das dürfte noch so bekommen. Wenn du die Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Yep, deswegen, hat's ja selber nochmal gesagt, genau deswegen liebe ich diese Open World hier in Monster Hunter World. Du hast eigentlich wirklich keine Kriterien, du stehst nicht unter Zeitdruck, du kannst eigentlich so oft ohnmächtig werden, wie du willst und gleichzeitig lernst du da sogar doch was. Zum Beispiel, wenn man gegen ein größeres Monster kämpft und dann ohnmächtig wird, man weiß trotzdem, wie das Monster tickt und das ist ein grundsätzlicher Vorteil.
Zum Beispiel, selbst wenn man hier gegen ein größeres kämpft, hier, das ist zum Beispiel, das kann ich euch sogar sagen, weil ich das mittlerweile schon auswendig weiß, das ist eine Anjana-Fußspur. Und der Anjana, das ist dieses T-Rex-artige Monster, das ihr im ersten Part gesehen habt, beziehungsweise in dem ersten Part hier in der neuen Welt. Und das, ja, es kommt regelmäßig mal vor, oder es kommt eigentlich vor, dass gewisse Personen auf einer Map rumwandern, bei denen kann man dann auch so Nebenquests annehmen. Das ist ja interessant. Wir sollten allen in der Ressourcenzentrale davon berichten, wenn wir zurück sind. Mhm. Ah, scheiße, ich wollte auf ihn draufspringen. Ich leg mich einfach mal mit ihm an. Hier muss ich aber ein klein wenig mehr aufpassen. Ganz einfach aus dem Grund, weil mein Jägerrang noch nicht so hoch ist. Ah, komm her. Ach, er geht hier hin. Das ist perfekt. Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder Monster ablenken. Na? So. Ja, ich habe ihn umgelegt. Der bricht, das ist schön. Nee. Schade, ich war fast auf dem Vieh drauf gewesen. Was ich auch euch immer empfehle, das Vieh im Fokus zu behalten. Ja, jetzt bin ich drauf. So. Ah, das schmeißt mich ganz schön. Du wurdest abgeworfen. Ah, ich weiß nicht, ob man L2 gedrückt halten muss oder drücken muss. An erfahrene Jäger da draußen, vielleicht wisst ihr das mal genau, dann teilt mir das mal bitte mit. Weil dann wird meine Performance gegen Monster auch ein klein wenig besser. Er ist aber schon ziemlich schwach, aber auch aggressiv. Okay, du bist gut verborgen. Hoffentlich reicht das aus. Ah, ich weiß, wo er ist. Mittlerweile kenne ich hier die Map schon ein bisschen besser, aber hier bei Open World Spielen habe ich generell nicht so das Problem, dass ich ein bisschen länger brauche, bis ich eine Map-Kenntnis habe, sondern bei mir geht das eigentlich relativ schnell. So, die ziehen sich zurück. Das ist der Vorteil bei einem Jagras-Rudel. Man muss nur einen einzigen der Kleinen töten und schon zieht sich das komplette Rudel zurück. Da dürfte jetzt hier liegen und da hinten liegt er auch. Und er ist tot. Hätte ich jetzt zwar nicht mit gerechnet, dass er jetzt schon so schnell down geht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall sehr nützliche Materialien. Und bereitet euch schon mal darauf vor, dass der Part vielleicht noch ein klein wenig länger wird. Sofern das für euch kein Problem ist, wenn die Monster Hunter Parts ein bisschen länger werden.
Und schreibt übrigens auch nochmal in die Kommentare, das würde mich auch interessieren, ob ich, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Monster jage und das Monster wegläuft, soll ich dann die Zeit, die ich brauche, bis ich wieder das Monster sehe, rausschneiden oder drin lassen? Bitte das mal in die Kommentare schreiben, weil ich das schon wissen wollen würde, damit ich genau weiß, ob ich es rausschneiden soll oder nicht. Also wie schon gesagt, mal bitte mir da eine Antwort geben. So, aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit eingebüßt, dadurch, dass wir den Großjagras gejagt haben. So. Aber ich weiß eigentlich schon recht gut, wo das Lager ist. Wo ist es? Ach, das ist hier irgend... Das ist irgendwo hier. Naja, ich kann ihn auch einfach markieren. Habit muss ich jetzt hier nicht suchen, ist ja auch praktisch. So. Perfekt, das habe ich genau gerade gebraucht. Jetzt habe ich eine Ausdauer-Insektenlarve in Tuss. So. Ah ne, das ist irgendein anderer Dude. Hier drüben. Ne, doch, ist hier oben. Karte, kannst du einen Zielort für die Spähkäfer festlegen? Okay. Anscheinend war das letzte Monster ein Kuloyaku. Wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah, ja. Ah. Ja, das, wenn man ein Monster... Ja gut, das weiß ich sogar selber noch nicht. Ach so, ne, hier geht's rein um dieses Markieren. Dann wird das Monster ständig von, zum Beispiel, wenn es ein Monster markiert, ständig von den Käfern angepeilt, sodass man es im Prinzip nie aus den Augen verliert und man nicht so das Problem hat, wenn man zum Beispiel hier neu ist und wenn man die Orientierung dann zum Beispiel verliert, dass man nicht ewig im Wald rumirrt. Das hatte ich am Anfang auch, weil ich es nie kapiert habe, wo ich lang musste. Und da ich diesen Vorteil nicht genutzt hatte, rate ich es nur euch da draußen, wenn ihr auch noch in der Anfängerphase seid, dass ihr das mal machen solltet, weil das schon das euch schon ziemlich weiterhelfen kann. So, und anscheinend müssen wir den Kuloyaku jagen und nicht den Puki Puki. Also ich entschuldige mich hier nochmal. Dann jagen wir halt den Kuloyaku. Und im nächsten Part... Den Öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera aus. Nö, ich will nicht. Ich will nicht zurück. Ich jage den jetzt. Ist ja das einzige Ziel, das ich noch brauche. Und da hinten ist er auch direkt. Warum? Ich weiß auch direkt, wo ich ihn hinzulocken habe. Erstmal poliere ich dir schön das Maul. Perfekt, der rennt sogar hin. Den kippen wir aus. Ja, nice. Er ist durchgelaufen. Aber er war nicht voll drin. Wäre er voll drin gewesen, weil das ist nämlich ein Giftkelch. Das heißt, wenn hier ein Monster durchrennt, wird es vergiftet. Ah, er ist schlau genug, das Gift zu meiden. Naja. Er rennt ja nur halb rein. Jetzt ist er komplett reingelaufen. Ah, ich Idiot, ich bin fast in das Gift reingesprungen.
kurzzeitig verborgen. Beeil dich, bevor man dich wieder bemerkt. Perfekt. Nein! Oh, Gott sei Dank ist er reingerannt. Ich dachte schon, ich habe den Combo umsonst in die Luft gehauen. Okay, Federn. Die helfen mir, die Forschungsstufe höher zu bringen. Ach übrigens, ich würde euch empfehlen, nach jeder Expedition oder generell, wenn ihr in der Umgebung unterwegs wart, bei der Forschungszentrale oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, mal vorbeizuschauen. Denn da, denn dann wird euer Monsterlexikon aktualisiert und auch entsprechend neue Informationen über die Monster dort eingetragen. Oh, hier kann man schön auf die Monster draufjumpen. Nein! Oh Mann, ich dachte er rennt anders. Wenn ihr ihn übrigens mit eurer Schleuder abschießt, könnt ihr ihn dazu bringen, den Stein fallen zu lassen. Ich bin gerade irgendwie zu dumm zum Zielen. Alter! Weil dann lässt er ihn automatisch fallen. Weil an diesem Stein verlieren eure Klingen relativ schnell die Schärfe. Und ihr macht sehr wenig Schaden. Und das Monster kann dann eure Angriffe besser kontern. Ey, nein. Das kann nicht sein. Wo ist das? Ja, toll, jetzt rennt's weg. Okay, das war jetzt ein Problem. So, wir haben es gleich wieder eingeholt. Du brauchst Munition für die Schleuder. Siehst du irgendwo etwas Nützliches herumliegen? So. Au. Na komm. Ich mache jetzt mal Tryhard Mode. Okay, jetzt hat's den Totenkopf. Schaut mal unten links auf die auf diese Karte. Da seht ihr dieses kleine Totenkopf-Symbol über dem Monster. Und es humpelt auch. Das heißt, daran erkennt man, ob ein Monster bald tot ist. Und es zieht sich dann eigentlich für gewöhnlich immer in sein Nest zurück. Ich weiß sogar ehrlich gesagt gar nicht mal wirklich, wo hier das Nest von Kuroyaku ist. Aber ich kann's vermuten. Und zwar da. Habt ihr es gesehen? So, jetzt machen wir es schnell platt. Na los. Na komm. Oh nein. So. Aber das Monster ist fast tot. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt beeile, kann ich das Monster klein bekommen. Und ich werde mich generell beeilen, weil ich nicht so lange mich mit einem Monster aufhalten will. Und es steht da, das heißt, adieu. Das mit dem Kuroyaku hast du gut gemacht. Jawohl. Karte Astera aus, damit wir nach Hause können. Ja gut, das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob diese Zeiten, die ich brauche, wenn jetzt ein Monster wegrennt, indem ich es verfolgen muss, ob ich die Zeiten rausschneiden soll oder ob ich sie drin lassen soll. Es wäre relativ wichtig fürs Schneiden und es bestimmt halt auch, ob die Videos länger werden oder nicht.
Und aber ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir doch bitte mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann könnt ihr uns doch gerne abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, ciao, haut rein und bis zum nächsten Mal.